Hallo, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und wenn es ums Training mit dem eigenen Handicap geht, dann geht es ja ganz viel um Bewegung, dann geht es ums Aktivsein, dann geht es darum, Muskeln anzuspannen. Und unabhängig davon, wo wir jetzt sind, ob in der Ergotherapie, in der Physiotherapie, im Fitnessstudio oder eben auch im Training zu Hause, immer wieder geht es darum, bestimmte Bewegungen immer wieder zu wiederholen und dabei eben bestimmte Muskeln anzuspannen. Und das ist ja auch super, weil dadurch lernen wir Stück für Stück neue Bewegungen. Gleichzeitig vergessen wir aber auch immer wieder ganz gerne, und mir ging es lange Zeit auch so, wir vergessen, wie wichtig Entspannung ist. Entspannung, das Loslassen oder das Lösen von Anspannung. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Loslassen bestimmter Muskelgruppen nach dem Training, sondern damit meine ich vor allen Dingen auch das Runterkommen vom Alltag, vom alltäglichen Stress. Und in den letzten Jahren habe ich mich eben viel mit dem Thema Stress und Anspannung beschäftigt und eben mit der Auswirkung davon auf den Körper und vor allen Dingen aufs Gehirn. Und es ist ja so, unser vegetatives Nervensystem, das heißt das Nervensystem, das wir nur bedingt beeinflussen können, das besteht eben unter anderem aus zwei Gegenspielern. Und das eine, das ist der Sympathikus und das andere ist der Parasympathikus. Und der Sympathikus, der ist immer dann aktiv, wenn wir aktiv sind. Das heißt, wenn es darum geht, eine bestimmte Leistung zu erbringen. Zum Beispiel, wenn wir eine schwierige und herausfordernde Aufgabe lösen wollen oder wenn wir ein wichtiges Projekt zu Ende bringen wollen oder wenn wir sportlich aktiv sind, wenn wir mit unserer Hand, mit unserem Fuß trainieren, dann ist der Sympathikus aktiv. Und der sorgt eben dafür, dass unser Herz schneller schlägt, dass wir Adrenalin ausschütten, also das Stresshormon, dass unser Blutdruck sich erhöht, dass unsere Aufmerksamkeit generell so ein bisschen fokussierter und enger wird. Und eben dafür, der sorgt dafür, dass sich unsere Muskeln leichter und schneller anspannen. Ja, und der Parasympathikus, der macht eben genau das Gegenteil. Er ist dann aktiv, wenn wir entspannen, wenn wir zur Ruhe kommen oder auch dann, wenn wir schlafen. Und er sorgt dafür, dass sich unser Herzschlag wieder verlangsamt, dass unser Blutdruck sinkt, auch dass unsere Atmung ruhiger wird und eben auch dafür, dass sich unsere Muskeln wieder entspannen. Insgesamt sorgt er auch für eine Regeneration des Körpers. Und dementsprechend ist es eben so wichtig, dass wir beide Systeme, also Parasympathikus und Sympathikus, regelmäßig bedienen, dass wir in gewissen Phasen wirklich Anspannung haben und aktiv sind, dass wir aber auch regelmäßig entspannen und runterkommen können. Ja, und das mit der Entspannung ist mir am Anfang gar nicht so leicht gefallen, weil ich kenne ganz, ganz viele Übungen, die dabei helfen, die Beweglichkeit meiner rechten Seite zum Beispiel zu erweitern oder eben auch meines ganzen Körpers durch verschiedene Therapien, durch Fitnessstudio, durch meine eigene Arbeit. Aber Entspannungstechniken, die bringt einem jetzt so leicht keiner bei, zumindest nicht, wenn man nicht direkt danach fragt, weil häufig liegt der Fokus einfach auf Bewegung, auf Aktivsein, auf Anspannung. Und inzwischen kenne ich relativ viele Entspannungstechniken, wende sie regelmäßig an und merke dabei wirklich, wie wichtig das eigentlich ist. Weil durch diese Entspannungstechniken denke ich viel positiver. Ich kann ganz anders mit mir selber umgehen. Ich habe weniger Ängste und vor allen Dingen mein Körper ist wirklich deutlich, deutlich entspannter, wodurch ich in Aktivphasen dann auch meinen Körper wieder leichter und schneller bewegen kann. Ja, und jetzt habe ich so viel über Entspannung geredet. Jetzt möchte ich dir natürlich auch ein paar Techniken zeigen, die mir dabei helfen, ganz bewusst zu entspannen und runterzukommen. Und die erste Technik, die ist von meiner Gesangslehrerin. Die arbeitet sehr körperorientiert. Wir beschäftigen uns auch da viel mit Entspannung. Auf jeden Fall, die Technik ist ganz, ganz einfach. Und das Einzige, was du brauchst, ist, du brauchst einen Stuhl oder du brauchst ein Sofa oder eben dein Bett. Und du setzt dich hin oder du legst dich hin, machst es dir so ein bisschen gemütlich und denkst einfach mal folgenden Satz. Wenn du gerade sitzt, denkst du dir, der Stuhl trägt mich. Der Stuhl trägt mich. Oder wenn du gerade liegst, dann denkst du dir, das Sofa trägt mich oder das Bett trägt mich. Probier es aus, schau mal, was passiert.
Was bei den meisten passiert ist, dass plötzlich ganz bestimmte Muskeln einfach mal loslassen und sich wirklich entspannen. Und das sind genau die Muskeln, die man gerade eigentlich nicht braucht, um zu sitzen oder um zu liegen. Und wir spannen sie aber trotzdem aus Gewohnheit oder eben auch aus Stress häufiger gerne mal an. Aber wir brauchen sie eigentlich nicht. Und durch diese Technik gibst du deinem Körper die Erlaubnis, eben genau diese Muskeln loszulassen. Und ich nutze diese Technik gerne im Alltag, um zwischendurch mal meine Muskeln ganz bewusst zu entspannen. Oder eben aber auch abends, um runterzukommen, um mich zu entspannen. Die zweite Technik, die ich gerne nutze, ist eigentlich mehr ein Wahrnehmungstraining, aber man kann es eben auch bewusst zur Entspannung nutzen. Und für diese Technik setzt du dich einfach wieder auf einen bequemen Stuhl oder legst dich auf deine Couch oder auf dein Bett und schließt vielleicht sogar die Augen und atmest ein paar Mal tief ein und tief aus. Und wenn du das Gefühl hast, du bist ein klein bisschen entspannter, dann wanderst du bzw. dann scannst du deinen Körper von oben nach unten einmal durch. Das heißt, du beginnst im Kopf und spürst mal in deinen Kopf rein. Wie fühlt sich gerade dein Kopf an? Einfach nur mal wahrnehmen. Wie fühlt sich gerade deine Stirn an? Deine Nase? Dein Kiefer? Und dann wanderst du weiter mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Hals. Spürst mal in deinen Hals ganz bewusst rein, in deinen Nacken. Dann vielleicht in deine Schultern. Wie sind deine Schultern gerade? Dann wanderst du mit deiner Aufmerksamkeit in deine Oberarme, Unterarme, Hände. Gehst weiter zum Rücken, zum Bauch, bis nach unten, bis in deine Fußspitzen. Und dadurch bekommst du ein klareres Bild davon, wie geht's meinem Körper eigentlich gerade? Wo bin ich entspannt? Wo bin ich aber auch vielleicht ein kleines bisschen verspannt und kann da vielleicht mit einer zusätzlichen Entspannungstechnik noch ein bisschen mehr Entspannung reinbringen? Ja, ich mache diese Technik ganz gerne in der Mittagspause, um einfach mal zu gucken, ne, wie geht's mir gerade. Oder aber eben auch ganz gerne morgens nach dem Aufstehen. Probier das Ganze gerne selbst mal aus. Und womit ich auch immer wieder positive Erfahrungen sammle und eben auch viele meiner Klienten, Meditation. Das heißt, die bewusste Fokussierung bestimmter Gedanken. Zum Beispiel, ganz klassisch, Fokus auf den Atem. Das heißt, man konzentriert sich auf das Einatmen und dann wieder auf das Ausatmen. Und wichtig bei Meditation ist, im Hier und Jetzt zu sein. Nur wahrzunehmen, was jetzt gerade ist. Und was bei Meditation passiert, das ist inzwischen sehr gut wissenschaftlich belegt. Es verlangsamt unseren Herzschlag, es senkt den Blutdruck. Es hilft dabei, verschiedene Muskeln ganz bewusst zu entspannen. Es kann dabei helfen, negative Gedanken oder auch Stress zu reduzieren. Und es stärkt sogar unser Immunsystem. Im Prinzip macht es alles das, was wir eben brauchen, wenn wir entspannen wollen. Und was ich bei Meditation immer wieder auch feststelle, ist, durch Meditation wird meine Körperwahrnehmung besser. Das heißt, ich kann insbesondere meine rechte Seite leichter wahrnehmen und dadurch eben, wenn es wieder um Bewegung geht, auch leichter ansteuern. Deshalb mein Tipp, probiere Meditation unbedingt selber mal aus. Entweder zum Beispiel über ein YouTube-Video, da gibt es ganz verschiedene, da wird Meditation erklärt und wie man es macht, teilweise wird es angeleitet. Oder du schaust dir meinen Podcast an in der Facebook-Coaching-Gruppe. Da habe ich mal einen Podcast gemacht rund um Meditation, warum das wichtig ist, wobei das hilft. Und ich habe da eben auch eine geführte Meditation gemacht. Den Link zum Podcast stelle ich dir gleich hier noch. Du findest ihn in der Videobeschreibung. Ja, das zum Thema Entspannung, Entspannungstechniken. Mich würde jetzt natürlich sehr interessieren, welche Erfahrungen machst du mit Entspannung? Wie ist es bei dir? Fällt es dir leicht, dich zu entspannen oder ist es eher schwierig für dich? Schreib es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Darüber freue ich mich sehr. Wie immer gilt, wenn du mental richtig aufgestellt bist, dann kannst du physisch so richtig durchstarten. Und dabei jetzt wie immer ganz, ganz viel Erfolg. Daumen nach oben, wenn dir das hier gefallen hat. Tschüss!